Oh je, oh je, nee, nee, da tut schon weh. Instagram! Ja, Instagram. Eine geile Community, um Bilder oder irgendwas hochzuladen. Und natürlich hat auch der HSV unheimlich viele Fan-Instagram-Profile. Das ist auch gut so. Ein Verein wie der HSV kann natürlich so ein bisschen Fanliebe auch mal gebrauchen. Immer nur draufkloppen ist ja nun auch nicht unbedingt immer richtig, ne? Sondern mal so ein bisschen, ach, guck mal hier und das ist ja ganz schön und hier und da. Aber es gibt momentan ein riesen Raunen durch die Instagram-HSV-Fanseitengemeinschaft. Och, ist das ein schwieriges Wort. Und zwar Grund ist eine Rechtsanwaltskanzlei, die momentan ganz viele Briefe in Serie verschickt. Und zwar im Auftrage der Hamburger Sportfotografenagentur W. Itters. Ja, diese Rechtsanwaltskanzlei hat als Vordruck dann auch gleich eine strafbewährte Unterlassungserklärung, die sie dabei fügt. Und eine Rechnung natürlich in Höhe von Pi mal Auge 1500 Euro. Ja, auch an Instagram-Seitenprofilbesitzer, die halt eben noch 14, 15, 16 Jahre alt sind und so weiter. Das momentan auch durchs Internet geht, das Ganze. Aber was ist denn da nun los? Naja, der HSV veröffentlicht ja auf seiner Seite hsv.de öfter mal auch irgendwelche Fotos, ne, vom Stadion, von Spielen oder auch von Spielern oder wie auch immer. Alles das so rund um den HSV. Und dann gibt es halt eben Instagram-Nutzer mit solchen HSV-Fanseiten, die dann diese Fotos zum Beispiel reposten, ne? Und dann bei sich hochladen und hier einen kurzen Text dazu schreiben und so weiter. Potzblitz, kurze Zeit später kommt dann Post von dem Rechtsanwalt dieser Agentur. Und das sind Abmahnbriefe, nämlich Abmahnbriefe, weil Urheberrechtsbruch vorliegt. Ja, das ist natürlich so, die Fotos werden erstellt durch diese Sportfotografenagentur. W. Das... Mein Gott, nochmal, was ist denn bloß los heute? Ja, die finden das überhaupt nicht lustig, wenn ihre Fotos dann weiter gepostet werden. Das muss man natürlich mit zweierlei Maß nehmen und auch von zwei Seiten einfach mal beleuchten. Die eine Seite ist natürlich ganz klar die rechtliche Seite. Wenn jemand ein Foto schießt, hat er natürlich das Urheberrecht da drauf. Das ist eine ganz klare Nummer. Man hat das in vor kurzer Zeit oder vor nicht allzu langer Zeit, hat man dieses Thema häufiger mal in den Medien und so gehört. Auch bei mir auf meinem YouTube-Kanal, wo es nämlich um diese Artikel 13-Geschichte ging. Ja, das ist natürlich halt eben auch... Es geht um das Urheberrecht und das ist natürlich schon, ja, also muss man ganz klar sagen, rechtlich gesehen ist das schon eindeutig. Ne? Die Agentur, die schießt da Fotos, verdient damit Geld. Der HSV bezahlt bestimmt eine Menge Geld für diese Fotos, um sie dann schlussendlich lizenzieren und veröffentlichen zu dürfen. Und ja, dann kommen da irgendwelche 14, 15, 16-jährigen Bengels oder Mädels daher mit ihren Instagram-Profilen. Das geht natürlich überhaupt gar nicht, ne, dass sie dann solche Fotos da posten. Also urheberrechtlich muss man sagen, okay. Kann ich auch eine kleine Sache zu erzählen. Bei mir bei YouTube ist es so, ich habe nun auch rund um die 1000 Videos jetzt mittlerweile schon veröffentlicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und YouTube bietet quasi ein Partnerprogramm an, an dem ich auch teilnehme. Wo mir mitgeteilt wird, wenn zum Beispiel Teile oder gesamte Videos von mir irgendwo auf irgendwelchen anderen YouTube-Kanälen hochgeladen werden, dann kriege ich sofort so, mit so einem roten Fenster, kriege ich dann da gleich eine Benachrichtigung, hier eventuelle Urheberrechtsverletzungen hast du nicht gesehen. Und dann habe ich mehrere Möglichkeiten, ja, die ich persönlich nutzen kann als Urheber dieses Videomaterials. Ich kann es sperren lassen, ich kann den YouTube-Kanal striken lassen, ne, und so weiter und so fort. Ich könnte natürlich auch zum Rechtsanwalt gehen, das Ganze dann auch weiter betreiben lassen, also rechtlich und auch Geld einfordern und so weiter. Und wisst ihr ganz genau, was ich mache? Kann ich euch sagen, nichts. Aber natürlich mit einer Ausnahme, wenn natürlich jemand jetzt erpicht ist und damit das große Geld verdienen will, dann sage ich, oh, Moment, das möchte ich nicht. Und das ist auch der springende Punkt, liebe Freunde. Die meisten HSV-Fan-Profile bei Instagram sind rein privater Natur. Das sind irgendwelche Privatpersonen, die dahinter stehen, die dann sagen, hier, ich liebe den HSV, ich liebe diesen Verein und ich möchte so ein bisschen was für die Fangemeinschaft tun. Ich möchte gerne Fans miteinander verknüpfen. Schlussendlich tue ich nichts anderes, auch mit meinen Videos. Klar, wenn der HSV meine Ansage bekommt, sind nicht unbedingt immer HSV-Fans dabei, sondern auch Fans von anderen Lagern. Aber ich wecke das Interesse an diesem Verein hier, ne? An unserem Herzensverein, also zumindest mein Herzensverein ist es. Und das ist natürlich für so einen Verein auch ganz gut. Ja? Klar, Kritik muss jeder mal einstecken, das muss ich genauso.
Aber schlussendlich tut man was dafür. Ne? Man hält den Verein öffentlich. So, und jetzt werden diese Serienbriefe daraus getickert. Und das ist schon echt ein hartes Ding. Genauso wie diese strafbewehrten Unterlassungserklärungen, die gleich mit beigefügt sind, wo dann auch drin steht, hier unterschreiben Sie das und so. Und damit bestätigen Sie, dass Sie halt eben diese Bilder nicht mehr verwenden und so weiter. Und bei Zuwiderhandlung drohen bis zu 250.000 Euro Strafe und hast du nicht gesehen und all so ein Schrott. Und da, liebe Freunde, möchte ich euch etwas anraten. Ja, ich möchte euch etwas anraten. Ein sehr guter Freund von mir ist Rechtsanwalt, der natürlich auch meine Videos prüft, im Vorwege, auch im Nachhinein und so weiter. Und mit Urheberrecht habe ich dann natürlich auch als Creator eine ganze Menge zu tun. Und da muss man ganz klar sagen, diese 1.500 Euro, die da gefordert werden, ja, wenn ihr das unterschreibt, dann ist das auch gleichzeitig so eine Art Offenbarungseid. Das heißt, ihr bestätigt mit eurer Unterschrift, ja, ich werde das nie wieder tun, das tut mir leid und so weiter. Ne? Und der Rechtsanwalt, beziehungsweise diese Kanzlei, die euch da angeschrieben hat, macht erstmal so Kohle, Kohle, Kohle. Ne, genau wie diese Fotoagentur, die nämlich auch Kohle, Kohle. Ja, wie diese raffgierigen Hälse, die oder halt eben raffgierigen Spackos, die ihre Hälse nicht vollkriegen. Lasst es sein oder schreibt es nicht. Wenn ihr natürlich eine gewerbliche Seite betreibt, dann solltet ihr auf jeden Fall vorsichtig natürlich sein. Das kann das in die Höhe treiben. Aber eine Privatperson, die keinerlei Nutzen davon hat, also finanziellen Nutzen. Ihr verdient damit kein Geld, ja, ihr habt eure Instagram-Videos nicht monetarisiert oder habt irgendwelche Partner als Influencer, seid ihr da unterwegs oder wie auch immer. Ja, dann seid ihr einfach eine Privatperson, die da mal ein Foto gepostet haben. Also dann reden wir aber nicht über 1.500 Euro, ja. Also wenn bei mir jemand ein Video hochlädt und der verdient damit sogar noch Geld und ich renne damit zum Anwalt und sage, hier, und jetzt haust du dem mal richtig einen um die Ohren, ja, dann bin ich froh, wenn ich denn da vielleicht mal 150 Euro für kriegen würde. Das kommt auch immer so ein bisschen auf den Streit Wert drauf an, das kommt immer so ein bisschen auf die Juristerei an, das kann man jetzt natürlich pauschal nicht sagen. Aber was ich euch pauschal auf jeden Fall sagen kann, ist, es gibt nun mal Rechtsanwälte und zwar nicht solche parasitären Rechtsanwälte, die sich anstellen wie Zecken, solche Blutsauger, ja, wie diese Rechtsanwaltskanzlei, die euch da diese Briefe schreibt, ne, die nämlich aus euch nur die Scheine raussaugen wollen, ja. Es sind auch solche, die würden auch ihre Eltern verkaufen für kleines Geld. Sondern es gibt auch richtige Rechtsanwälte, also vernünftige Rechtsanwälte, die Jura studiert haben und im Endeffekt auch Jura ausüben, so wie sich das gehört. Und nicht halt eben wie solche geisteskranken Blutsauger. Und genau solche solltet ihr euch dann zu Rate ziehen. Ihr solltet dann einfach mal zu einem Anwalt gehen, das Schreiben da hinlegen, nichts unterschreiben, nichts hinschicken, nichts hier mit Strafbewehrte, Unterlassungserklärung. Da, überhaupt nicht. Nee, gar nichts unterschreiben. Ja? Erstmal zum Rechtsanwalt, so ein Beratungsgespräch. Ich glaube, da seid ihr mit einem Huni dabei oder mit 90 Euro oder weiß der Geier was, je nachdem. Ist ja auch Rechtsanwaltsvergütungsverordnung oder wie sich das schimpft, ne? Ist ja auch ganz klar geregelt, genau wie bei Ärzten, was die verdienen dürfen quasi. Und dann lasst ihr euch da beraten. Es gibt auch Rechtsanwälte, gute Rechtsanwälte, die kümmern sich darum, gerade im Bereich Urheberrecht. Da möchte ich dann einmal ganz kurz auf die Kanzlei in Köln, die in Köln ansässig ist. Keine Sorge, ja, es muss nicht immer zu einem persönlichen Prozess kommen oder zu einer mündlichen Verhandlung. Die sind echt geil da drauf und zwar ist das die Kanzlei WBS. Ja, kennt ihr bestimmt, Christian Säumicke macht auch hier bei YouTube ganz viele Videos. Die haben sich spezialisiert auch auf Urheber- und Medienrecht. Und in diesem Sinne solltet ihr erstmal Kontakt suchen. Die machen zum Beispiel kostenlose Erstberatung. Da könnt ihr dann quasi den entweder per E-Mail schicken oder schickt dann halt eben das Schreiben dahin. Oder ihr ruft da mal an und sagt, hier, pass mal auf, ich brauche da mal Hilfe und so. Mein Taschengeld ist gerade gefährdet, weil da irgendwelche raffgierigen Blutsauger gerade dran rumziehen wollen an den Scheinchen. An den wenigen, die da vielleicht vorhanden sind oder was auch immer. Und dann prüfen die das erstmal. Also es ist im seltensten Falle wirklich so, dass ihr da 1.000 oder 1.500 Euro zahlen müsst, wenn ihr da mal ein Bild gepostet habt. Ne? Wenn natürlich euer ganzes Instagram-Profil voll ist mit Bildern von dieser dubiosen Agentur da, dann kann das natürlich ein bisschen teurer werden, aber ihr werdet nicht bei 1.000, 1.500 Euro liegen. Garantiert nicht. Das glaube ich nicht. So, deswegen, also, zieht einen Rechtsanwalt zu Rate. Dafür ist er da. Bitte einen vernünftigen und nicht so eine Sauhaufen-Kanzlei wie die da vertreten, sondern nehmt mal euch richtige Rechtsanwälte, die das auch mit Herzblut machen und nicht nur Kohle, Kohle! Ja, und dann seid ihr auch ganz gut beraten. Und bevor ihr da irgendwas unterschreibt, das Ding ist, die müssen es erstmal auf den Klageweg bringen. Ja, wenn ihr gar nicht reagiert und unterschreibt da gar nichts, dann geht erstmal der nächste Weg, dann werdet ihr vielleicht nochmal angeschrieben. Und wenn sie dann Zeit, Lust und wie auch immer haben, dann kriegt ihr vielleicht nochmal Post. So, wenn ihr jetzt natürlich minderjährig seid, ihr seid 14 ihr, oder vielleicht sogar nur 13 oder was auch immer und habt da so ein HSV-Instagram-Profil und so weiter,
Ich glaube, die sparen sich die Kosten für diese gerichtliche Auseinandersetzung, ja, weil das ist um Längen teurer. Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, es kommt immer darauf an, wer da angeschrieben wird. Einen nackten Mann kann man in die Tasche greifen. Klar, es gibt vollstreckbare Titel, das mag alles sein, aber wenn derjenige keine Kohle hat, dann ist da auch nichts zu holen. Ja, also man kann euch nicht die Haut abziehen, ne, um an die Knochen ranzukommen. Sowas macht man heutzutage auch schon nicht mehr. Zumindest weiß ich davon nichts. Aber schlussendlich erstmal zu einem Rechtsanwalt gehen und das Ganze prüfen lassen. So, und jetzt erstmal, mein lieber HSV, ist es euch das wert? Wollt ihr wirklich mit so einer dubiosen Firma oder mit so einem dubiosen Unternehmen wie diese Sportfotografenagentur W. Alter, irgendwie, mir ist andauernd schlecht hier. Wollt ihr wirklich mit denen so weiterarbeiten, die euch eure Fanbase angreifen, ja, und versuchen über euch an eure Fans, an das Portemonnaie ranzugehen, um da richtig schön die Scheine rauszuziehen? Ja, ihr müsst das auch mal so sehen, lieber HSV, wenn das nämlich so Masche hat, ne, oder beziehungsweise das noch richtig groß wird, ja, und richtig professionell, sag ich mal, betrieben wird, dann kann das A sein, dass sich die Fans von euch abwenden, weil sie da schon gar keinen Bock mehr drauf haben. B, es wird auf jeden Fall die Fanpräsenz im Internet extrem eingeschränkt werden. Ja, das heißt, die Fanpräsenz, die Leute haben Angst, sie werden nämlich ihre Instagram-Profile schlussendlich dann löschen. Es ist ja nicht nur Instagram betroffen, es kann natürlich hier auch YouTube betroffen sein, so wie Facebook und Twitter und die ganzen sozialen Medien halt. Das heißt, diese Publikationen eurer Fans, die euch feiern, die euch hinterherfiebern, euch hinterhereifern und vielleicht sogar wirklich das letzte Taschengeld ausgeben, um sich ein Ticket zu kaufen, um in den Volkspark zu tingeln oder sowas oder auswärts zu fahren oder. Die haben nachher nicht mehr das Geld, um euch so weit zu unterstützen, Merchandise-Artikel zu kaufen und so weiter. Wollt ihr wirklich mit so einem dubiosen Unternehmen weiter zusammenarbeiten? Also ihr lizenziert euch die Bilder ja, denke ich mal. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Agentur die Bilder bei euch kauft, sondern die Agentur schießt die Bilder und wenn ihr sie toll findet, dann kauft ihr sie für hsv.de oder sie werden euch kostenlos zur Nutzung überlassen, damit ihr eure hsv.de-Seite quasi ein bisschen Schmuck machen könnt. Aber wenn wirklich nur noch hsv.de die einzige Internetpräsenz ist des HSV und aus den Fanlagern nichts mehr kommt, andere Vereine zum Beispiel, da ist das denn nicht so. Ja, dann nehmen wir mal andere Fußballvereine, da läuft das vielleicht ein bisschen gesitteter ab, ne? Da sagt dann vielleicht auch der Verein oder interveniert vielleicht in die Geschichte und sagt, ey, passt mal auf, liebe Leute, wir möchten aber nicht, dass Privatpersonen oder sowas da angegangen werden. Wenn natürlich jemand anfängt damit, das große Geld zu verdienen mit seinem Instagram-Profil oder weiß der Geier was, ja, dann klar, sicher, dann sollte das alles schon irgendwo vernünftig sein. Das Urheberrecht ist auch ganz klar, aber Ausnahmen bestätigen die Regel und unser Rechtssystem ist auch nicht so starr, dass man sagen kann, für die Sache fällt das und das an Strafe oder wie auch immer, sondern alles ist immer eine Frage der Verhandlung, entweder außergerichtlichen Verhandlung oder schlussendlich der mündlichen Verhandlung, die dann vor Gericht stattfindet. Wollt ihr als Verein da wirklich so gerade mit Grabenrücken hinterstehen und sagen, ja, liebe Sportfotoagentur XYZ und wir fühlen uns alle in den Arsch getreten. Wollt ihr wirklich mit denen so weiterarbeiten? Ist das wirklich euer, also ich weiß nicht, ist das euer Ziel, dass man alle Fanbases im Internet zerstört, mutwillig zerstört, den Leuten richtig einen um die Ohren haut, da richtig Kohle raushaut? Ist das als Verein euer Ernst? Vielleicht solltet ihr auch mal in euch gehen und mal überlegen, ob ihr vielleicht nicht mit einer anderen Agentur zusammenarbeitet, die zum Beispiel etwas mit Fair Use oder sowas zusammenarbeitet. Ja? Es gibt ja auch immerhin noch diese Urheberrechtsgeschichte mit Fair Use, ja, die auch gerade bei YouTube auch ganz oft angewandt wird. Auch ich wende sie an, aber auch bei mir wird sie angewandt, wenn zum Beispiel meine Videos zitiert werden, Reaction-Videos, wie man so schön sagt und so weiter. Ja, da haue ich den Leuten auch nicht gleich den Hammer auf den Schädel, sondern ich freue mich sogar, dass die Leute meine Videos ja auch noch verbreiten, wenn sie es als Privatperson machen auf ihrem kleinen YouTube-Kanal. Was spricht dagegen? Also ich persönlich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich haue denen keinen Strike rein oder irgendwas. Ja, wenn sie natürlich die dicke Knete dann damit verdienen oder so, dann sollte man aber auch, und jetzt kommen wir mal zu euch, liebe Fotoagentur da, oder keine Ahnung, was ihr da für ein Sauhaufen seid, der da zusammengewürfelt wurde, weil wirklich Fotoagentur, naja gut, okay, Wusa.
Ist das wirklich euer Ernst oder was? Es gibt auch immer noch die Möglichkeit einer gütlichen Einigung. Und das bedeutet nicht gleich strafbewährte Unterlassungserklärungen durch die Gegend zu schicken, sondern einfach mal in den Dialog zu treten mit denjenigen. Ja? Es hat auch schon in der Vergangenheit ganz oft gezeigt, dass wenn sich Leute unterhalten und sagen, hey, pass mal auf, mir passt da gerade was, nicht? Ne, es wäre schön, wenn du das vielleicht wieder rausnimmst, dass die Leute dann tatsächlich, das mag man gar nicht glauben, gesagt haben, ja, alles klar, ich nehme das Bild dann wieder raus. Stellt euch das mal vor. Ich weiß nicht, gut, in eurem alltäglichen Leben scheint das nicht der Fall zu sein, ne? Weil bei euch muss alles zu Geld gemacht werden. Ich sage ja, ihr würdet ja auch bestimmt eure Eltern verkaufen, ne? Für einen Zehner oder sowas. Aber es gibt tatsächlich Leute, mit denen kann man in Dialog treten und sagen, hör zu, pass auf, das Foto, nee, das möchte ich nicht, dass das bei dir veröffentlicht ist. Es wäre schön, wenn du das von deinem Instagram-Profil runternimmst. So, und ich denke mal, 80% der Fälle wird es auch so dann gehandhabt. Die Leute werden das dann runternehmen, das Foto. Und dann ist gut, dann ist doch okay. Auch das gibt es. Ne? Das ist auch so eine Art von Mediation. Ja, habt ihr bestimmt alles noch gar nicht gehört, weil ihr steht da mit eurer Kamera. Ja, geil, Geldscheine, Kohle, Kohle. Oh, geil. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf, die ganzen Instagram-Profile kaputt zu hacken da. Schön dem HSV auch noch Schaden damit zufügen und sowas. Weil das ist nämlich auch so ein Ding. Ihr schadet dem HSV. Für den ihr da die Fotos erstellt, obwohl euch ist das bestimmt scheißegal. Ihr macht diese Fotos und dann wird gezielt danach gesucht, sei es jetzt über diese Rechtsanwaltsagentur oder wie auch immer oder Kanzlei oder was auch immer da alles für Vollpfosten bei euch da rumlaufen. Ja? Irgendeiner wühlt denn da im Internet rum und versucht die ganze Fanbase des HSV zu zerstören und so sehe ich das. Ich sehe das als HSV-Fan so. Seid doch froh, dass Fans überhaupt sagen, hier, die publizieren ja auch eure Agentur, sodass ihr eventuell immer Folgeaufträge bekommt. Wenn eure Bilder gut geteilt werden, ne? Dann sehen das vielleicht auch zukünftige Kunden. Was ist das denn, ein Kunde? Ja, dass es ein Kunde ist, jemand, dem schreibt man nachher eine Rechnung, weil er einem einen Auftrag erteilt. Ja? Und nicht, um den einfach mal einen an die Ohren zu hauen oder sowas. Das müsst ihr euch mal, also ich weiß nicht, ne? Dann Wikipedia soll vielleicht auch helfen. Ne? Da kann man mal gucken, Kunde. Ne, so, da gibt es bestimmt eine Wikipedia-Seite drüber, wo dann drin steht, was ein Kunde ist zum Beispiel oder Auftraggeber. Ne? Irgendwie sowas in der Richtung. So, und das ist ein Ding, ey, Leute, das geht gar nicht, ja. Und bei sowas, Gesundblutdoktor, hör auf mit so einer Scheiße, Mann! Hör auf, deine ganzen Seiten klein zu hacken! Kann wohl nicht wahr sein, oder was? Wo sind wir hier gelandet, im Mittelalter, oder was? Wollt ihr die Leute noch auf den Scheiterhaufen legen und dabei lebendigen Leibe verbrennen, oder was? Hier mit 250.000 Euro! Schöne strafbewährte Unterlassungserklärungen unterzeichnen. Der Rechtsanwalt, oh geil, Kohle, Kohle. Sag mal, seid ihr nicht ganz dicht oder was? Hört auf mit so einem Dreck, Mann. Ihr macht die ganze Fanbase des HSV damit kaputt. Fängt gleich an zu sprungen hier noch. Fängt sogar mal Schweiß an zu schwitzen hier. Bevor ihr hier die Kamera, der klick, klack, klack, ne, schöne Fotos macht, solltet ihr vielleicht erstmal einen Bahnhof oben mit Schädel reinbauen. Ja, wieso das denn? Kann gleich die U3 drin halten, weil da ist nämlich so viel Platz da oben bei euch im Schädel. Da kann eine ganze U-Bahn drin rumfahren. Wenn nicht sogar noch ein paar mehr Linien. Meine Fresse nochmal, du. Hätt doch keine Sau im Kopf, wer aufst du? Da kriegst du auch Blutdruck, du.